So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial. Diesmal geht es um die Seite Aircool. Da könnt ihr eure Schiffe einfach und gut zusammenstellen. Wenn man jetzt erstmal auf diese Seite geht, wird man gerade als Anfänger erstmal böse, böse von Zahlen erschlagen. Genau deswegen mache ich euch heute dieses Video, dass ihr einfach ein bisschen besser versteht, was ist hier eigentlich los. Wir haben das Ganze aufgeteilt in unsere Waffen. Missiles, Schilde, Powerplants, Cooldown, Quantum Drive. Und hier sind unsere allgemeinen Schiffsdaten. Hier seht ihr jetzt, wir haben jetzt gerade erstmal die Tardon ausgewählt. Man kann das Schiff auch ändern. Und zwar hier, für alle Schiffe auswählen kann. Zum Beispiel sagt, wir Starrunner nehmen. Aber wir bleiben heute erstmal bei der Tardon. Fangen wir doch erstmal direkt bei den Waffen an. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Einmal können wir die Gimbal nehmen, sprich Gimbal S3. Oder wir sagen Fixed-Waffen. Als ordentlicher Dogfighter ist Gimbal keine Option. Dann nehmen wir uns natürlich direkt die Fixed-Waffen. Ich packe jetzt hier einfach mal die Attritions rein. Das sind derzeit meine absoluten Lieblingswaffen. Und warum, wieso, weshalb, erkläre ich euch gleich auf einem anderen Tab, wo wir die Waffen vergleichen können. Jetzt übernehmen wir das einfach mal. Raketen ist ähnlich. Hier können wir auch verschiedene Missile Racks auswählen, sprich eine Size 3er, zwei Size 2 Raketen oder vier Size 1 Raketen. Das sind diese lustigen Zahlen, wofür die stehen. Das Rack ist eigentlich ein Size 3 Rack, eine Size 3 Rakete oder eben hier zwei Size 2 oder wie hier Size 1 Raketen. Könnt ihr reinpacken, was ihr für richtig haltet. So, jetzt gehen wir schon mal zu den interessanteren Modulen rüber. Das wären hier Schilde, Powerplants, Cooler und Quantum Drive. Schilde haben wir jetzt standardmäßig diese Gorans eingebaut. Wenn wir jetzt mal hier draufklicken, seht ihr, dass wir hier ein bisschen mehr Informationen über unsere Schilde bekommen. Jetzt möchte ich einfach mal kurz mit euch durchgehen. Und zwar sehen wir hier, das ist ein Size 1 Military Schild. Wir haben 3500 Health Points damit, eine Regen-Rate von 270 Health Points pro Sekunde. Damage Regen Delay bedeutet, unsere Schilde wurden angeschossen, sind aber noch nicht komplett down, sondern sind nur angekratzt. Und wir brauchen 4,55 Sekunden, bis dieser Regen überhaupt anfängt, dann zu greifen. Sind unsere Schilde, egal, auch wenn es nur eine Seite ist, down, dann haben wir hier sogar 6,5 Sekunden zu warten. Die nächsten Sachen, die Hardenfaktor-Geschichten, die würde ich jetzt einfach überspringen, weil im normalen Dogfight benutzt die keiner. Der nächste Punkt, der für uns wichtig wäre, wäre Absorption Physical Damage. So wie es derzeit im Spiel funktioniert, ist, wenn hier eine Zahl ist, außer 100%, kommt ballistischer Schaden durch eure Waffen. Wohlgemerkt nur ballistischer Schaden. Wenn Laserwaffen durch Schilde gehen, die noch da sind, dann liegt es tatsächlich nur an Max. Daher ist diese Zahl sehr wichtig. Gehen wir da jetzt zum Beispiel einfach mal auf das FR-66, seht ihr, dass wir 50 bis 95% nur noch haben. Bedeutet, die Schilde 100% geladen und wir 95%. Je weiter sie abgenutzt werden, desto weiter nähern wir uns an die 50%. Overpower und Overclock Performance, da seht ihr nochmal, wie viel Prozent das Ganze zusätzlich bringt. Daher macht natürlich Overclock immer Sinn. Overpowern braucht ihr bei den Schilden einfach nicht. Genau. Und wie ihr hier seht, bei dem FR-66 haben wir zum Beispiel 6000 Health, 6120 sogar. Fast das Doppelte von den Sukuran und sogar eine schnelle Regen. Die Damage Regen Delay und die Down Regen Delay sind auch beide geringer als bei dem Sukuran. Dafür haben wir halt den Minus mit dem physikalischen Schaden, der bei Gatlings zum Beispiel durchkommt. Gerade sind die ja sehr beliebt, daher sollte man da wirklich drauf aufpassen. Bei der Talon haben wir jetzt zwei Schilde zur Verfügung. Machen wir einfach mal ein kleines Gedankenexperiment. Nehmen wir uns hier mal das Palisade mit dem FR-66 zusammen, einfach nur um es zu vergleichen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, das Palisade hat einen Schutz von 70 bis 98 gegen physikalisch.
einen Damage Regen von 5,6 und Down Regen von 8. Was bedeutet das jetzt, wenn wir diese beiden Schilde kombinieren? Wir rechnen stumpf einfach beide Zahlen zusammen, teilen die durch 2. Sprich, haben wir hier eine Down Regen Delay von 5,5 Sekunden und hier von 8,5 Sekunden. Sind wir bei 13,5 Sekunden insgesamt. Durch 2 sind wir bei 6, noch was, die wir dann insgesamt warten müssen. So funktioniert das Ganze. Die Schilde sind da eigentlich auch schon der ausschlaggebendste Teil. Quantum Drive zum Teil auch. Generell würde ich jetzt bei der Talon eher zum Atlas warten, weil man damit einfach am weitesten kommt. Genau. Die Werte Power Plant und Cooler. Das einzige Mal, wenn ihr hier wirklich was verändern wollt, da gibt es zwei Szenarios. Entweder hier ist eine Zahl rot, wie es jetzt bei uns ist, weil unsere beiden Schilde und die Waffen einfach zu viel Energie brauchen. Dann braucht man stärkeres Power Supply an der Stelle einfach 1944, wird hier gesagt. Das heißt, alles, was da drüber ist, können wir einbauen. Das ist Szenario 1. Szenario 2 wäre Stealth. Wenn wir sagen, okay, wir wollen möglichst unter dem Radar, kommen wir gleich drauf zu. Bei den Coolern ist es im Endeffekt genau das gleiche. Wenn wir jetzt hier sehen sollten, dass unsere Cooling-Rate nicht mehr ausreicht, das sehen wir hier einmal, dann müssen wir natürlich auch die Cooler umbauen. Genau. Und hier sehen wir dann auch unsere gesamten Werte vom Schiff, wie viel Schaden wir maximal raushauen können. Da fällt mir gerade ein, was wir in diesem Tool auch schön machen können, dass wir können die Komponenten auch overclocken. Das heißt, wir sehen auch direkt, hier unser Power Draw geht hoch, aber auch unser Schaden bzw. unsere Recharge Rate geht hoch. Das sogar gar nicht mal zu wenig, wenn man das vergleicht. Wir sind hier bei einer Full Charge in 33 Sekunden. Wenn wir das Ganze jetzt overclocken, sind wir sogar noch bei 22 Sekunden, also 11 Sekunden gespart. Kommt aber zum Kostenfaktor von einem größeren Power Supply, dementsprechend einer höheren EM-Signatur. EM-Signatur, was ist das? Das ist wichtig, wenn es um Stealth geht. Leider, das ist das einzige Manko, was wir bei Aircool haben, ist, dass der IR-Wert nicht angezeigt wird. Stealth funktioniert so: Ihr habt in eurem Schiff immer einen EM- und einen IR-Wert. Das einzig Wichtige davon ist, der höhere Wert zählt. Es wird nicht zusammengerechnet oder dergleichen. Der höhere Wert ist das, was wichtig ist. Und jetzt gibt es nochmal eine kleine Besonderheit da. Verschiedene Schiffe haben einen verschieden großen Scanner. Da gibt es zum Beispiel die Size 1 Schiffe, sprich alle Lightfighter haben ein Size 1 Radar eingebaut. Das misst mal 0,5. Sprich, wenn wir jetzt hier einen EM-Wert haben und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der IR-Wert weniger wäre, wären wir bei knapp etwas über 7 Kilometer aufschaltbar, weil wir das jetzt mal 0,5 rechnen. Kämpfen wir gegen ein größeres Schiff, sprich gegen eine Vanguard-Serie, gegen eine Banu Defender, irgendwas in dieser Größenordnung oder größer, wird der Scanner größer, sprich die Rate ist dann mal 0,75, würde in diesem Fall bedeuten, dass wir natürlich auch deutlich schneller aufgegriffen werden können. Das war es jetzt erstmal zu dieser Seite. Gleich geht es nochmal mit dem Komponentenvergleich weiter, damit ihr da auch direkt eine Idee von habt. Dann willkommen zurück auf der nächsten Seite. Ich möchte euch einmal kurz erklären, wie das mit den Links funktioniert. Diese Seite kriegt ihr einfach bei Aircool Games. Und wenn ihr zum Beispiel die Schilde vergleichen wollt, macht einfach /Shields dahinter. Dann sind wir hier auf der Seite, wo wirklich die verschiedenen Module kombiniert werden können bzw. verglichen werden können. Das ist natürlich, wenn man jetzt nur über diese Seite geht und sich immer auf dieses Fenster verlässt, sehr händisch. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte meine Size 1 oder ja, sagen wir mal Size 1 Schilde ein bisschen vergleichen, dann sucht man sich die raus, die man interessant findet, zum Beispiel Sukuran, Guardian, Palisade, Mirage. Nehmen wir einfach mal, klicken wir auf Compare Selected. Dann haben wir hier einfach eine etwas schönere Übersicht. Generell kann ich euch sagen, bis hierhin sind die Zahlen für euch wichtig. Danach, alles was danach passiert, die Harden, die Geschichte, da
Das ist derzeit nicht wirklich relevant. Power Draw, das braucht euch nicht zu interessieren. Was euch zu interessieren hat, sind Sachen wie der Pool HP, die Regen-Rate, Absorption, Physical Minimum und Maximum, also diese beiden sind immer zusammen. Das ist im Endeffekt der Wert, der auch hier für das Minus angezeigt wird, 70-98%. Das hätten wir dann hier 70-98%. Damage Regen Delay und Down Regen Delay hatten wir ja vorhin schon. Das ist einfach nur eine schöne Seite, um das Ganze ein bisschen einfacher und übersichtlicher zu haben, wenn man wirklich verschiedene Schilde vergleichen möchte. Das gleiche gilt natürlich auch für die Waffen. Da schreiben wir nämlich hier einfach slash weapons und haben eine ähnliche Seite. Jetzt vergleichen wir hier zum Beispiel mal die Size 3 Waffen. Auch wenn wir gerade über die Talon geredet haben, aber gehen wir hier einfach mal den Weg der Arrow. Und dann nehmen wir uns einfach mal die beliebtesten Sachen, die es gerade so gibt. Da hätten wir zum Beispiel die Mantis, die Attritions, die NDBs unten. Und vergleichen die drei doch einfach mal. So, da haben wir jetzt ein bisschen mehr an Informationen, auf die wir achten müssen. Zum einen die ersten beiden Daten hier, DPS 700 Grad und 300 Grad, das bezieht sich tatsächlich auf Temperaturen. Es gibt eine Mechanik im Spiel, die bedeutet, je länger ich zum Beispiel meine Attritions schieße, desto mehr Schaden mache ich. Diese Funktion gibt es im Spiel, allerdings ist sie derzeit nicht aktiv, da gibt es verschiedene Testvideos, von daher könnt ihr das hier wirklich erstmal ignorieren. Der nächste Punkt, Alpha Damage, ist im Endeffekt einfach nur der Faktor, wenn ihr wirklich nur vereinzelt Schüsse auf den Gegner gebt, kann das interessant sein. Generell kann man den aber auch derzeit erstmal vernachlässigen. Das heißt, wirklich interessant wird es für uns ab der Fire Rate. Da haben wir natürlich schon verschiedene Faktoren jetzt. Die Mantis schießen extrem schnell verglichen mit den Attritions oder den NDBs. Wir sehen natürlich aber auch, dass die Mantis im Trade-off dafür ein bisschen weniger Schaden machen als die NDBs oder die Attritions. Klar, macht ja auch Sinn. Die Range ist so ein bisschen eine Sache, da komme ich später noch ein bisschen dazu. Generell gehen die Ranges natürlich. Es ist nur die Frage, ob deine Waffe in dieser Range gerade als Attrition schon effektiv ist. Das sehen wir gleich hier hin. Generell kann man die aber erstmal schon Kopf behalten. Speed, Meter pro Sekunde bezieht sich auf das Projektil, wie schnell es fliegt. Generell empfiehlt es sich, immer schneller fliegende Waffen zu benutzen, da wir halt auf den Servern sehr viel mit Desync-Probleme haben. Das kann man tatsächlich über die Waffengeschwindigkeit ein bisschen ausgleichen, gerade auch wenn man mal wieder einen Piloten hat, der sehr viel am Wiggeln ist. Ist klar, wenn der jetzt gerade nach oben links fliegt und ich schieße in dem Moment auf den Pip und in der nächsten Millisekunde fliegt er nach unten und diese Waffe braucht 1000 Meter pro Sekunde fliegt die und ich habe die jetzt, gut, bei denen klappt es vielleicht nicht, aber die hier fliegt jetzt 1400 und ich habe die jetzt wirklich bei 2366 abgeschossen, dann kommen die Treffer erst an, wenn der Gegner schon wieder aus dem Feuer raus ist. Daher macht eine hohe oder eine schnelle Projektilgeschwindigkeit immer viel Sinn. Der nächste Faktor ist natürlich auch nicht zu beachten, und zwar der Ammo-Count. Generell ist es so, Ammo-Count ist je nach Spielart ein bisschen vernachlässigbar. Gehe ich jetzt in Battle Royale und will einfach wirklich nur möglichst schnell viele angeschlagene Gegner wegklatschen, dann funktioniert das damit. Gehe ich jetzt in eine hitzige 1-zu-1-Situation, wo ein Kampf wirklich mehrere Minuten dauern kann, dann kann es mir passieren, dass ich am Ende wirklich ohne Munition dastehe. Hab den Kampf natürlich dementsprechend auch verloren. Das umgehen wir natürlich mit unseren laserbasierten Waffen an dieser Stelle, die Attrition zu den DPS. Der nächste Punkt, Pellets per Shot, das ist klar, das sind alles Repeater, die schießen einen Shot, wohingegen Scatterguns natürlich mehrere Pellets schießen. Die nächsten Punkte werden jetzt gleich schon wieder ein bisschen interessanter, gerade weil es da auch diese Range-Geschichte gibt, die ich gerade schon angesprochen hat. Und zwar der DPS-Drop. Meter. Die Mantis haben einfach stumpf einen von 0. Das bedeutet, egal ob ihr 1 Meter vom Gegner entfernt seid oder 2366, vorausgesetzt ihr trefft dann noch, ihr macht weiterhin eure 480 Schaden. Das verhält sich bei den Attritions und NDBs ein bisschen anders. Ihr seht, ihr habt hier einen gewissen Multi.
Multiplier. Bedeutet, ihr habt einen gewissen Verlust an Schaden ab einer gewissen Distanz. Und das sieht man hier auch im DPS Min. Bedeutet, die Attritions haben im schlimmsten Fall nur 97 Schaden. Genauso wie die NPDs im schlimmsten Fall nur 393 Schaden haben. Bedeutet, natürlich könnt ihr die Attritions auf 2108 Meter schießen, macht dann aber noch 97 Schaden. Also dann könnt ihr das auch im Endeffekt sein lassen. Genau. Der nächste Reiter ist schon im Endeffekt der Indikator dafür, ab wann das einsetzt. DPS Drop Start Distance Meter. Sprich, die Attritions verlieren an Schaden schon ab 300 Metern. Das heißt, wenn man das maximale Schadenspotenzial nutzen möchte der Attritions, sollte man versuchen, unter diesen 300 Metern zu sein. Gilt bei den NDBs, bei 600 natürlich genauso. Genau, hier haben wir wieder die Temperaturgeschichte drin. Überspringen an der Stelle. Ansonsten ist hier tatsächlich für uns jetzt auch nicht mehr so viel interessante Punkte. Das sind wieder Power Draw, Power Base. Lässt sich halt auf der Seite einfacher lesen, wenn man dann einfach sieht, okay, ich brauche mehr Energie für meine Waffen. Das heißt, die wichtigsten Reiter sind auch hier für euch bis hier. Jetzt die Seite ganz aufgeschlagen habt, dann bis hier. Und so könnt ihr die Waffen effektiv vergleichen und seht zum Beispiel, okay, ich bin jemand, der wirklich gern nah ans Ziel geht, dann sind die Attritions natürlich überhaupt kein Problem. Wenn man jemand ist, der eher auf Distanz bleiben möchte, dann macht es mit den Mantis vielleicht mehr Sinn. Wobei ich da auch ganz ehrlich sein muss, Distanz, Dogfight wird eher nichts werden. Besonders wenn ihr einen guten Piloten auf der anderen Seite habt, der euch einfach in den Knife-Fight reinzwingt. Spätestens dann hättet ihr gerne die Attritions. Genau, das war jetzt einfach mal eine kleine Übersicht, was die Seite Aircool angeht. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Wenn ihr Fragen oder weiteres habt, könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne anschreiben oder direkt nachfragen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und hoffe, ich konnte euch ein bisschen was beibringen.